So, wir haben also im letzten Part die Goronen gerettet. Wie man sieht, sind die jetzt auch hier im Dorf unterwegs. Haben sich wieder mit den Menschen vertragen. Stehen sich wieder gut. Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinen Rücken steigst, schleudere ich dich bis zur heißen Quelle am Hotel. Versuchen wir es mal, ne? Also dann, steig auf meinen Rücken. Okay. Schauen, ob wir da noch irgendwas finden, vielleicht. Nur so eine heiße Quelle. Sollte man nur eine heiße Quelle hier hin machen, ne? Okay, für die Goronen. Puh, so ein heißes Bad vor dem Schlafengehen ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich verkaufe abends meine Sachen gegenüber vom Bombenladen. Schau doch mal vorbei. Ah, okay. Seit du unserem Oberhaupt geholfen hast, können wir auch wieder in dieses Dorf kommen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir dachten, nach den Monsterattacken könnten die Dörfler sie sicher gebrauchen. Am Abend öffnet mein Sohn unten seinen Verkaufsstand. Du solltest ruhig auch mal vorbeischauen. Ja, ich denke, das werden wir bei Gelegenheit mal tun. Aber erstmal wieder runter hier. Sehen wir, wie das mit dem Fallschaden ist. Ja, noch. Willst du mich hinbringen? Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von diesem Laden hier willst, schleude ich dich hoch. Wie wär's? Schauen wir auch da nochmal nach. Also dann, stark auf meinen Rücken. Schauen wir auch da nochmal nach, bevor wir uns die Bomben holen gehen. Ah, okay. Das hat nicht geklappt. Ja, dann lassen wir das doch sein. Da oben wird eh nichts mehr sein. Ich stark von aus. Vielleicht gucken wir gleich doch nochmal nach. Burns. Oh, hallo. Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Ja, das war mit Sicherheit oben das Haus, das in die Luft gejagt wurde. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Mach ich. Verkauf im 10er-Pack. Ist zwar nur das Standardmodell, hat aber trotzdem enorme Sprengkraft. Aber du hast ja gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade für 120 Rubine eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Premium-Packung im Angebot. Wie wär's? Wir können es uns ja leisten. Ach, so ist das. Na dann viel Spaß mit meinen exquisiten Bomben. Und ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas. Wenn du Bomben in Kombi mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief. Da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Das klingt gut. Du hältst eine Bombentasche voller Bomben. Lege die Bomben auf Y oder X und drücke A, um sie zu werfen oder abzulegen. Ist die Tasche leer, kannst du sie mit verschiedenen Bomben füllen. Deren Anzahl hängt von der Bombenart ab. Schauen wir mal. Hier oben werden wir wahrscheinlich nicht rauskommen. Ne? So wie als vom. Ja. Dann noch aus. Ja, sehr gut. Wollen wir nicht wieder den Goron ansprechen? Schauen wir einmal so nach, was hier oben ist, bevor wir den Fels wegsprengen und weiter nach Norden reiten. Ja, das hier wird sein Lager gewesen sein. Achtung, betreten verboten, Burns, ja. Das war sein Lager. Ja, so ist das halt, ne? Bisschen Schwund ist immer. Ich kann mich ja. Doch, da kamen wir rein als Hund. Ja, da waren ja auch die Viecher drin noch. Und Goron ist hier auch noch. Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten und um den Frieden in Kakariko am Feuerberg zu wahren. Willst du dich oben mal umschauen? Tolle Landschaft da. Dann steig auf meinen Rücken. Machen wir. Gucken wir hier rein? Tatsächlich. Was wohl hier drin ist? Eine Truhe. Ein Rubin.
Gut. Ah, ich meine, Herzteil hätte mir natürlich besser gefallen. Ach, schade. Dann hätte es sich wenigstens gelohnt, hier hochzukommen. Nein, nicht runterspringen. Nochmal hoch. Ja. Direkt an der Leiter gelandet. Richtiger Pro, der Link. Link! Ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Link. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Tutorial haben wir natürlich im Dungeon vorhin gar nicht gebraucht, aber egal. Ja, super. Da vor dem Brunnen steht Maru. Geh am besten zu ihm und zeig es mir von dort aus, ja? Wird gemacht. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordern habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Naja, egal. Versuch erstmal, das da zu treffen. Ja, easy. Wunderbar. Na schön. Das war natürlich viel zu einfach. Wie wäre es damit? Logo. Und so vielleicht. Ja. Hey! Hier oben! Als letztes versucht das hier zu treffen. Oben das? Wow, du hast sofort getroffen, nicht schlecht. Wahnsinn, getroffen, du hast getroffen. Danke, Link. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Ja. Nimm das hier. Ja, ein Herz, hat sich doch gelohnt, da oben hinzugehen. Wunderbar. Also, dann schauen wir jetzt als nächstes mal, was hier ist. Ich guck mal, wie das mit den Kombi mit Bogen auf R. Ah, cool. Verstehe. So kann ich die wahrscheinlich wieder trennen, ne? Ja, so kann ich die dann wieder trennen. Okay, das ist schön. Aber das mit den Bombenfallen brauchen wir erstmal nicht. Erstmal so. Luna. Da habe ich eine Idee. Ja, man kennt das ja aus Link-Teilen, dass die Hühner dann richtig ausrasten, ne? Wenn man die zu oft schlägt. Das will ich einfach mal austesten. Das könnte lustig werden. Oh, ja, jetzt gibt's Saftiges. Ach, jetzt bin ich ein Huhn. Jetzt bin ich das Huhn. Ich kann aber nichts machen, außer springen. Okay, mehr passiert nichts. Okay. Okay. Nicht an dem Rubin vorbei, also. Aber es wird nicht alles gewesen sein. Doch. Ah, da unten sie ist eine Truhe. Noch ein Herzteil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das, aber das war es wahrscheinlich. Ah, okay. Hier kann man wohl was sprengen. Allerdings brauchen wir dafür die Unterwasserbomben. Und wir sollten schnell auftauchen. War ja knapp. Gut. Ich würde sagen, machen wir uns mal auf den Weg in den Norden.
mal die Karte an. Hier ist Kakariko. Ah, hier. Das war der Dungeon. Haben wir uns auf jeden Fall erstmal hierhin auf dem Weg. Ist aber auch noch einiges, was wir noch nicht entdeckt haben. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ja, wo wir gerade schon mal hier sind. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Gucken, ich glaube nicht, dass es schon Abend ist, ne? Ich guck trotzdem mal hier in den Laden rein. Vielleicht sollen wir auch einmal beim Kleinen vorbeischauen. Vielleicht hat der ja noch was Neues. Wer weiß. Ja, ne, da ist eine Truhe. Okay. Schauen wir mal bei Maro vorbei oder Taro. Die beiden verwechsel ich auch immer. Ich weiß nie, wer Maro und wer Taro ist. Ja, schauen wir da aber auf jeden Fall auch einmal vorbei. Vielleicht hat er ja neue Sachen. Hm, ist eine Maske? Hey Link, brauchst du was? Falkenauge. Mit diesem Fernglas kannst du ganz wie ein Falke ferne Dinge erspähen. Praktisch. Rotes Elixier. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. Cool. Du hältst das Falkenauge. Hiermit kannst du weit entfernte Dinge vergrößert sehen. Kombiniert mit dem Heroinbogen triffst du Ziele in großer Entfernung mit Leichtigkeit. Das ist gut. Gut, dass wir hier nochmal reingeschaut haben. Hier ist nichts mehr, ne? Dann machen wir uns auf den Weg in den Norden. So, willkommen zurück, Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Norden ins Gebiet Ranel. Das klingt jetzt nach einem neuen Part-Anfang. Einfach aus dem Grund, weil als ich hier in das große Gebiet gegangen bin, lief der Emulator nicht mehr. Also total schrecklich. Nur noch in Zeitlupe. Dementsprechend sah das alles aus und hat sich auch angehört. Es sieht so aus, als wenn ich jetzt die richtigen Einstellungen gefunden hätte. Ja, damit es flüssig läuft, auch hier. Ich hoffe, dass es jetzt dabei bleibt. Was ihr deswegen nicht gesehen habt, ist, dass uns der Postbote zwei Briefe gebracht hat, die wir uns direkt mal anschauen wollen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen mithilfe von R als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeit für Burns Bomben wird Sie überzeugen. Burns Bombodrom. Danke, das haben wir schon herausgefunden. Mir, der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass das das Falkenauge ist, das wir uns bereits gekauft haben. Haben wir auch noch gar nicht ausprobiert. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Geht das auf dem Pferd nicht? Mal. Oder geht das? Ne, jetzt geht's. Ah, und so kann man dann noch zoomen. Ja, das könnte wahrscheinlich recht praktisch werden. Na gut. Aber wir waren auf dem Weg nach Norden. Und wollen uns da jetzt auch weiterhin begeben. Weil die große Steinbrücke wurde uns gesagt. Vom Lichtgeist. Nein, verschwinde. Ja.
Also sogar zwei. Auch gut. Er hängt da in der Wand. Echt. Machen wir mal was. Okay. Kann man schon denken, wofür das ist. Kommen wir jetzt aktuell noch nicht hoch. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Verbinden direkt mal die Bomben mit den Pfeilen. Jetzt hier den Weg frei zu sprengen. Ich dachte schon, jetzt kommen die Schattenwesen für diese Schattenmonster. Obwohl es ja ein Lichtgebiet ist, ne? Der nicht von den Schatten befallen. Weil die klauen in Anführungsstrichen nur Brücke. Ach, die kommen doch noch. Gut, aber in Menschengestalt haben wir keine Chance gegen die. Skippen wir die einfach mal und machen uns weiter auf den Weg nach Norden. Oh. Na los. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier einen Bombenfall gegen schießen. Okay. Da scheint nichts zu passieren. Können wir auch noch nicht rein. Gehen wir erstmal weiter. Ja, Bruna will da nicht weiter, das verstehe ich. Wir müssen allerdings da weiter. Ah, endlich sind wir hier. Ein Schattenkristall ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reisen. Es hängt nur von dir ab, ob wir das Licht in dieses Gebiet zurückbringen können. Und was jetzt? Ja, ab rein da. Also, was ist? Soll ich dich jetzt ins Schattenreich mitnehmen? Ein Logo. Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl in dieser Welt nie mehr die Wolken meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht doch, irgendwann. Wie sieht es aus? Sollen wir gehen? Machen wir uns mal auf den Weg, den nächsten Lichtgeist zu finden, um auch ihm seinen Strahlentau wiederbringen zu können. Oh, da liegt wieder was. So, die Tasche von Ilia, ne? Ja. Bitte, Link, kannst du mir eins versprechen? Pass gut auf dich auf, ja? Buch der Kinder vergessen und neuen Geruch merken? Yes. Buch von Ilia gewittert. Witterung von einem Weibchen? Das sehe ich dir doch am Gesicht an. Gut, dass wir eine Spur haben. Aber die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Ja. Das hoffen wir einfach mal. Dass wir nicht zu spät kommen. Machen auf dem Weg hinter der Spur her. Na, kommt dir dieses Schloss nicht bekannt vor? Endlich sind wir hier. Halte durch, es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre, aber von hier an ist es nicht mehr so einfach wie bisher. Also dann, gehen wir.
Ja, das jetzige, das Highwood, also das Schloss Highwood und die Stadt drumherum, ist ja auch vom Schattenreich ja, eingenommen. Und da das hier das letzte Gebiet ist, war ja klar, dass wir das Schloss Highwood müssen. Jetzt nur Gegner skippe ich jetzt einfach mal. Ah, verdammt, der hat uns getroffen. Trichter zurück. Da bekommen, was er verdient. Jetzt geht's ab in die Stadt Hyrule. Alles die armen Geister. Aber wir werden sie befreien. So. Und Hyrule Stadt und Suche nach Illia setzen wir dann im nächsten Part fort. Ich hoffe, dass mit den aktuellen Einstellungen solche Probleme wie bei der Ebene nicht mehr vorkommen. Das sollte jetzt eigentlich passen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.